Es ist sicherlich eine Nische, in der Hans und Eva Dockendorf mit ihrem Handwerksunternehmen agieren. Aber eine, in der sie sich mit Erfolg etabliert haben. Seit 1988 baut Elektromeister Hans Dockendorf Strahlenschutztüren für Krankenhäuser oder Therapien, die sich auf die Behandlung mit Strahlung spezialisiert haben. Geräte, die beispielsweise in der Krebstherapie zum Einsatz kommen, geben gefährliche Strahlen ab. Die mächtigen Schutztüren sorgen dafür, dass diese nicht nach außen gelangen. Der Betrieb ist im kleinen Hunsrückort Bockenau zu Hause. Von hier werden Kunden in Deutschland, Europa und sogar darüber hinaus betreut. Jüngst war die Dockendorf-Mannschaft sogar auf der Karibikinsel Curaçao im Einsatz und hat ihre Strahlenschutztüren geliefert und eingebaut. Dabei übernimmt der Betrieb das gesamte Programm, vom Entwurf über die Projektierung, Montage und Einbau wie auch Wartung. Ein Metallbauunternehmen aus Bad Kreuznach ist Kooperationspartner. Die Bockenauer verantworten die gesamte Elektrotechnik. Bis zu 300 Tonnen Gewicht bringen die fertigen Strahlenschutztüren auf die Waage, die als leerer Rahmen aus Metall am Bestimmungsort aufgestellt werden, so wie hier am Fachärztezentrum des Diakoniekrankenhauses in Bad Kreuznach. 4,5 Tonnen schweben am Kranhaken durch die Luft und werden auf der vorbereiteten Schiene abgesetzt. Nach der Füllung mit Schwerbeton wird die Tür 26,6 Tonnen wiegen. Mit Blick auf das gesamte Programm für Hans Dockendorf eher ein Leichtgewicht. Und was wir hier errichten, ist eine Strahlenschutztür mit einem späteren Gesamtgewicht von 26 Tonnen. Die wird jetzt hier in zwei Bauabschnitte im Rohbau zunächst eingebracht. Was wir hier sehen, ist die Bodenschiene, wo die Tür späterhin drauf fährt. Im Hintergrund die Zarge und da wird die Tür draufgestellt. 2,5 Meter breit, 2,6 Meter hoch und eine Wandstärke von 1,15 Meter misst die Tür, die in eine 1,7 Meter starke Wand eingebaut wird. Weniger als 7 Sekunden werden für das Öffnen und Schließen vergehen, wenn die Tür technisch voll ausgerüstet übergeben wird. Dabei ist allein die Sicherheitstechnik hochkomplex und natürlich von immenser Wichtigkeit. Denn sollte jemand versehentlich in den Rahmen einer schließenden, tonnenschweren Tür geraten, muss diese im Sekundenbruchteil stehen bleiben. Eine Installation, die dauerhaft und absolut zuverlässig funktionieren muss. In einem anderen Bad Kreuznacher Krankenhaus ist die Installation bereits abgeschlossen. Die Türen selbst müssen die Strahlung medizinischer Geräte aufhalten. Von der Stange ist hier nichts und jede Tür wird einzeln und je nach Anforderung geplant. Sie wird im Vorfeld je nach Kundenbedarf mit modernsten CAD-Programmen entworfen und dann realisiert. Dabei hat die Raumgeometrie, aber auch der Linearbeschleuniger Einfluss auf das Endergebnis, das mit Blei, Stahl, Schwerbeton, Paraffin, Polyethylen oder Wasser als Füllmaterial für einen effektiven Strahlenschutz sorgt. Unterschieden wird zwischen bodenfahrenden und hängenden Türen, die als Schiebe- oder Drehtür realisiert werden. Trotz ihres Gewichts müssen sie auch bei Stromausfall von Hand zu öffnen sein. Die schwerste Tür der Dockendorfs wiegt über 300 Tonnen und steht in der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität. Die Vorarbeit besteht darin, dass wir eine Ausschreibung bekommen. Darin ist spezifiziert, was die Tür an Strahlenschutz bieten muss. Also die Ausarbeitung des Materials, was darin enthalten sein muss in der Tür, die Stärke. Und daraufhin machen wir ein Angebot. Das wird dann bewertet von dem Kunden und wenn wir Glück haben, bekommen wir den Auftrag. Zur Gewährleistung maximaler Sicherheit und Lebensdauer müssen die Strahlenschutztüren mindestens einmal im Jahr gewartet werden. Über 4.300 Türen stehen bei den Dockendorfs unter Vertrag. Die jährliche Überprüfung ist gesetzlich vorgeschrieben, wird aber nicht von allen Strahlenschutztürenherstellern angeboten. Auch hier nimmt Dockendorf eine Vorreiterrolle ein und hat sich mit hoher Qualität einen erstklassigen Ruf am Markt erarbeitet. Für das Exportgeschäft hat er gern die Tipps der Außenwirtschaftsberatung der Handwerkskammer Koblenz genutzt, wie auch die Informationen der Technologieberatung zum Thema Patente. So durchläuft Dockendorf gerade den Prozess der Patentanmeldung für eine Strahlenschutztür, bei der es keinen Luftspalt zwischen Boden und Tür gibt. Diese Forderung gibt es in Italien und wurde erfolgreich an einer Toranlage in Mailand umgesetzt. Doch nicht nur in der Medizin sind die Dockendorfschen Produkte gefragt. Im industriellen Bereich sowie in der Raumfahrt finden sie Anwendung bei der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und Qualitätssicherung. Auch beispielsweise bei der Zollabfertigung kommen sie zum Einsatz, wenn geschlossene Container in entsprechenden Räumen nach Rauschgift oder Schmuggelware durchleuchtet werden.
8 Mitarbeiter sind im Boggenauer Unternehmen beschäftigt. Neben dem Betriebsinhaber sorgen weitere Elektromeister sowie Metallbauer und ein Spezialist für Kessel- und Behälterbau für die hochwertige Ausführung der Produkte. Basis für die individuelle Ausführung der Türen bieten die Konstruktionszeichnungen eines Ingenieurs für Maschinenbau. Seit Herbst vergangenen Jahres steht Eva Dockendorf ihrem Vater zur Seite. Die studierte Betriebswirtin arbeitet sich momentan in die Materie ein und wird den Handwerksbetrieb einmal übernehmen und weiterführen.